Aber ich bin der ja Dungeon dran. hier macht ja anscheinend nicht viel her, hab ich so das Gefühl. Nee, vom Loot her ist es, außer Geld, ist bisher noch nicht viel. Nach einem Zaubertrank. Also du musst bedenken, dass die Ausrüstungsgegenstände auch nicht alle so wirklich teuer sind, ne? Also wenn du so 100 Gold hast, bist du schon ganz gut dabei. Ich hab 0. Okay. Na, also ich sag mal, so die Wertverhältnisse sind nicht, du musst jetzt hier 5000 Goldmünzen sammeln, ne? Okay. Also es ist alles ein bisschen weniger. Okay. Darf ich, oder? Ja. Würfel rasten auch aber auch aus, ne? Ja. Ja. Okay. Der Tisch steht nicht ganz eben. In jede Richtung. Warte, was hab ich? Was? Schauen wir mal. Ich greif das scheiß Skelett an. Ja, also du holst mit deinem Stab aus. Skelett. Noch. Ist verwirrt und kann nicht würfeln. Ja, möchte halt gerne noch was tun. Hebt die knöchrigen Fäuste. Gut. Aber als der Stab den Arm erwischt, bröselt er. In dem Moment hat das ganze Skelett vollkommen entkräftet in sich zusammen. Die noch ein Poltern auf dem Boden. Ich bin so, dass die Soundkulisse so ein bisschen. Was macht dieser Magier da hinten? So, oh. Und überall hört als man du so zugeschlagen hast, merkst du auch recht deutlich, dass das Skelett da nicht mehr wirklich viel Kraft reingesetzt hat. Also es ist wirklich komplett zerbröselt. Ja, also ob das Skelett getroffen hat, merkst du, es gibt alles sehr leicht nach. Für deine Kraftverhältnisse merkst du, dass das alles schon nicht mehr so wirklich zusammengehalten worden ist. Also es war schon relativ schwach. Ist da jetzt mit mehr Gegenwehr gerechnet? Das ist eine sehr, sehr wichtige Info für mich, oder ist das einfach... Das erzähle ich dir einfach nur so. So. Ob die wichtig ist, musst du selbst entscheiden. Okay. Okay. Ich habe 4 Schritte. Geh mal hier hin. So, mein Zug ist damit auch. Dann bist du fertig? Ja, der Barbar ist dran. Ich bewege mich ganze 6 Felder. 1, 2, 3, 4, 5 zur Tür und mach sie auf. Oh, Moment. Du bist umgekippt. Die Tür einfach so krass war. Die Tür war zu stark. Wieso? Weil der Barbar so groß ist, gibt's eine Tür. Ist er durch? Ist er durch? Ja. Aufgetretene Tür, sagst du? Ja. Digga, nee. Ja, die aber Physik von diesem Spiel manchmal, ne? Ja, ist ein bisschen anstrengend manchmal, ne? Ja, und um schon richtig wieder zu setzen. Manchmal hilft es, wenn man so reinzoomt und guckt, wo der Schatten ist. Ja. Weil da fällt es runter. Ja, da ist aber nur Gang. Also du siehst nur den Gang. Schleswig! Hä? Ja, pass auf. Für die, die jetzt nicht in meinem TL sitzen, ich wurde gerade geschrieben, hey, der Magier kann ja doch was töten. Und Schleswig schreibt, der Magier ist krass. Ah ja. Ja, weißt du, du bist doch nur neidisch, weil du irgendwie 6000 Runden für deinen Scheiß Goblin gebraucht hast. Ich durchsuche den nach Schätzen, den Gang. So, und dann kannst du hier. Da. Und. Natürlich! Können wir. Nee, komm ehrlich, das ist das dritte. Was? Das ist das dritte schweine Monster. So, ja, das ist das vierte Mal von das ist dann halt 6 so. Karten oder so. Ernsthaft. Aber ihr achtet schon darauf, dass das drunter wandert, ne? Wir sahen eben tatsächlich ein bisschen seltsam, weil so viele sollten da gar nicht drin sein, glaube ich. Warte, wir können das ja mal anders machen, oder? Warte, wir machen das jetzt mal. Searchen. Search Job. Ja, ein paar sind schon. Warte, drin, wir zählen jetzt einfach mal. Ich denke, es sind 3.
Ja, aber wir haben jetzt schon bei 6 Karten 4-mal das gezogen. Ja, das kann nicht sein. Mindestens 4. Da war noch eins. Da ist noch eins. Boah. Hier. Alter. Alter, okay, dann geht's. Dann ist ja wirklich möglich. Krasse Katze. Ja, dann nehmen wir 2 raus, oder? Nö, lass die mal. Nö, dann bleibt's halt. Ernsthaft? What the fuck? Die sind so. Tja, dann habe ich wohl wieder einen Goblin oder irgendwas an dem Hals. Ja, das streunende Monster ist hier immer ein. Ja, es wurde auch schon gesehen, ich habe heute kein Glück. Gobo. Ja. Der Gobo greift natürlich sofort an. Ich möchte ein Schwert, ein Schild, eine Axt. Mit einem. Irgendwas. Bit, wie hast du das eigentlich durchsuchen gemacht und das Halbieren? Rechtsklick Search und rechtsklick Cut. Pariert! Ha! Okay. Ja, also der Goblin streichelt so liebevoll deine Kniescheibe, aber. Och, wie süß. Geht halt nix. Poliert die so ein bisschen. Du, mein Freund! Du, Goblin-Freund! Ja, oh ja. Nein, Alter, nicht der Baummensch, verpiss dich! Nein, nicht er wieder! Der Engel! Herr Wieland! Soll ich dir das Auge ausstechen? Nein! Herr Wieland! What the fuck? Oh, Carsten, so gut, ey. Guckt euch das Let's Play an. Welches? Cthulhu. Von Cthulhu bei KB Carsten. Dass ich zu 2/3 noch nicht geschnitten habe, weil ich dafür eine Woche gebraucht habe, um diese 7 Stunden Gameplay zu schneiden. Ja, du hast jetzt auch schon viel gerade. Ich habe noch gar keine Beschreibung reingemacht, Alter. Hm? Ja, bei richtig vielen Videos fehlt die Beschreibung. Voll traurig. Echt? Also so diese langen Beschreibungen, die du mal dazu machst, weißt du, zu dem jeweiligen Part. Da steht einfach voll. Ich bin mir sicher, dass ich die geschrieben habe. Achso. Nee, da gab es bei YouTube aber vor einiger Zeit mal einen Bug, da hat es bei mir auch ganz viele Beschreibungen gelöscht. Also auch von älteren Videos. Ja, da steht halt die normale Standardbeschreibung, aber dann steht da halt, wo du deine Texte mal einfügst, die sind richtig lang, folgt. Achso, okay. Ja, das war halt mega viel Aufwand. Ne? Voll traurig, Mann. Ja. Und danach haben wir ja noch 2 Abenteuer gespielt und das sind jetzt nochmal 14 Stunden. Oha. Ich bin am Überlegen, ob ich das, ich kann es ja komplett exportieren, ne? Ja, gar nichts schneide. Ich weiß schon, warum ich heute nicht aufnehme. Wenn sich die 5 Stunden am Stück geben will, der soll es dann machen. Ja. Ich habe halt auch so Hintergrundmusik reingeballert und bla und blub, das war schon krass viel Aufwand. Und dann haben es 20 Leute geguckt und dann habe ich gesagt, bei den anderen beiden habe ich keinen Bock da drauf. Eine ganze Woche meiner Freizeit. Ja, das stimmt. Für 20 Minuten. Das guckt kaum jemand vermutlich. Voll traurig, ich fand das eigentlich mal kann gut. Ich die Dinger, das ist ja jetzt PDF auch, ne? Die Karten zum Beispiel, ne? Also hier die meine als Meister hier, ne? Mir überlegt, beim nächsten Mal mache ich mir ein Browserfenster auf, mache Bildschirmaufnahme, dann können die Zuschauer sich meine Karte, die ich hier nur in Papierform habe, ne? Ja. Mal angucken. Muss ich mir mal überlegen. Mach ich vielleicht beim nächsten Mal. Okay. Der Zweck ist so ein bisschen aktiver. So. Der Zwerg greift die Truhe an. Wo ist denn der Zwerg? Ich sehe ihn gar nicht. Ich bin in der Truhe und warte und möchte sie öffnen. Oh nein, die Truhe verwandelt sich in ein komisches Der böse Monster. Hexer kommt da jetzt raus. Der Endgegner. Was? Endlich habt ihr mich aus meinem Versteck befreien können. Diese Truhe diente mir seit 100 Jahren im Gefängnis. Ich habe nur 30 Jahre drauf gewartet. Warum erinnert mich das jetzt an Hinkebein von Pulp Fiction? Irgendwie gruselig. Was geht in deinem Kopf vor, Sim? Das wüsste ich manchmal. Auf jeden Fall werde ich bald Cthulhu leiten. Weiß ich jetzt schon, weil ich richtig auf dieses eine Abenteuer Bock habe. Richtig Bock habe ich drauf. Okay. Also du möchtest in die Kiste gucken? Ja. Oder möchtest du vorher Bin noch leisten? Oder einfach direkt in die Kiste? Das ist auch eine Form von separate Aktion, so als ich da... Also du kannst entweder nur nach Fallen suchen oder in die Kiste schauen. Ich schaue einfach in die Kiste. Ja? Also du guckst so in die Kiste rein, ne? Stellst ein bisschen auf die Zehenspitzen, weil die Kiste ist wirklich echt groß. Kann ich mich einfach schweben lassen so ein bisschen? Das ist doch viel cooler.
Nee, nee. Und du steckst ja so deinen Kopf, also er verschwindet eigentlich so zur Hälfte drin, während er da so rumgeht. Und wird abgehakt. Es dauert, auch nicht lang und er verschwindet auch kopfüber da drin. Man hört so ein bisschen poltern und irgendwann klettert er wieder raus und hat ein kleines Beutelchen in der Hand. Und du darfst dir 100 Goldmünzen gut schreiben. War nämlich ein Geldbeutelchen drin. Voll gut. What the fuck, wo ist der Werwolf? Also, der kleine Zwerg, der in die Kiste reinkrabbelt. Das ist ein schönes Bild. Irgendwo muss hier doch Gold sein. Also. Da siehst du so den Magier reinschlendern und machst so im Vorbeigehen, klappt er den Truhendeckel zu und legt einen Stein drauf oder so. Ich war jetzt bei mitten im Leben hier mit dieser eine Frau, die den Müll kriegt, um den Kuchen noch zu essen. Kann ich dem Magier was hinterlegen? Ihr könnt euer Gold teilen. Ja, ich meine, weil wir gerade in zwei verschiedenen Räumen sind. Nee, ihr müsst schon im selben Raum sein, ansonsten müsst das nach Yo, Alter, also nach dem Dungeon machen. Jo, das war meine nächste Frage, ob das auch nach dem Abenteuer geht. Ich habe mir nämlich auch schon überlegt, mein Gold dann zu verteilen. Genau, weil ansonsten müsst ihr im selben Raum sein. Und weil es ist ja so, wenn einer von euch stirbt, können die anderen ja seine Habseligkeiten nehmen. Ja, genau. Ja, 100 Gold war das, ne? Ja, okay. Genau, 100. Ich hab gehört, das ist viel. Ich hab gehört, das ist ganz wenig. Eigentlich kannst du die ganzen Dungeons jetzt kaufen. Wertanlagen nenne ich das. Ich mittlerweile diesen schon. Dungeon Keeper kannst du jetzt hier draus machen. Also, ich bin, geh an die Tür und schau da mal rein, wagemutig. 51% der Aktien, feindliche Übernahme. Der Endgegner wandert einfach nach Hause, weil du den Dungeon gekauft hast. Das ist ja mal neu. Das ist echt die nächste Form von Shadowrun, weißt du? Ich komme wieder, wenn ich genug Geld habe. Das ist HeroQuest, die Kapitalisten-Version. Oh, Moment, es dauert einen kleinen Moment. Ich kaufe Moment. Den Dungeon einfach. Ich komme wieder, wenn ich genug Geld habe. Jetzt sorg für einen Lacher. Nee, darauf hat er ja gar keinen Bock. Lachen nee, ist was für Leute, die lachen. Basinga. Brains! Yo! Der Zombie hat die Tür einfach verschoben. Zombies. Seriously. Also können die sterben? Brains! Nein. Ja, doch, natürlich, siehst du doch. Achso. Hey, verteidigen. Yo! Was ist das denn für ein Raum, bitte? Das ist der Untotenraum. Und eine Mumie! Was ist das für ein Raum? Brains! Nicht gut. Müsste nicht hier beim Norden auch noch eine Tür sein? Wir sind tot! Weil die Geräusche. Da seht ihr nichts. Ja, wir sind tot. Ich frag mich viel eher, warum du so wenig Türen gesehen hast, als du auf den Gang gegangen bist, Katafi. Tja. Um mal ein Spielergespräch zu führen, ich frag mich einfach, wenn Schleswig hier keine Tür gesehen hat, ne? Ja. Und du da keine Tür siehst, kommt, ist dieser wie Raum, man in den Raum kommt. Der ist gar nicht da, vermutlich. Natürlich. Oder Geheimzugang. Geheimzugänge. Die beiden Felder sind wären noch da. Stimmt, er ist ja noch nicht um die Ecke gegangen. Ja. Und man könnte überall noch, hier auch noch überall Geheimtüren suchen. Vielleicht ist in dem Geheimraum eine Geheimtür. Das wäre voll funny, frisch. Oder es liegt wirklich daran, dass du noch nicht um die Ecke gegangen bist. Ja. Das werden wir die nächste Runde erfahren. Ja, du siehst ja immer nur das, was in deinem Sichtfeld ist. Also ja, Gang rauf, genau. Gang runter oder der Raum. Ja, klar. Wird gerade geschrieben, ihr habt die Grabkammer gefunden. Zwei Zombies in einem Mumie. Glückwunsch. So, lieber Herzwerk, eins möchte ich dir noch sagen. Ne? Ich meine, du bist ja auch nicht erst seit gestern Abenteurer. Ne? Du kennst dich so untoten Gesocks schon so ein bisschen aus, ist schon sein oder andere Mal begegnet und so diesen Raum betrittst, fragst du dich, warum hat die Mumie eine Peitsche? Also, ja, das weiß ich gerade auch nicht. Zwei. Ja, wie gesagt, wir waren ja gerade hier bei Hinke, weil man weiß es nicht genau. Nee, aber also die Zombies so, die haben so die normale Zombie-Statur, wie du das so kennst, nichts besonders Auffälliges, aber bei der Mumie stellst du dir schon die Frage, obwohl du ja selber relativ klein gewachsen bist, was da für jemand einbalsamiert worden sein muss, weil der ist schon relativ groß. Also der hat schon eher so die Größe von unserem Barbaren. Zauberer! Ich glaube, wir haben den Boss gefunden!
ich werde sterben! Ich lebe wieder, keine Sorge. Power up. Gott. Die Mumie ist schon recht Schwalbe. Alter, vielleicht sollten wir einfach weggehen und die anderen holen. Das kann ich gar nicht. Wenn ich jetzt einen Schritt weg mache, dann stürmen sie alles tot. Also, dann sind wir erledigt. Also, am besten einer stirbt als beide. Okay, dann bist du der stirbt. Kannst du mir noch einen Verteidigungsauber da lassen? Stimmt, das kann ich machen. Aber ich muss, glaube ich, in den Raum gehen, oder? Oder irgendeinen anderen Zauber, den du mir da hinterlässt. Warte, ich guck. Warte. Du bist doch nicht dran, der Game Master ist jetzt leider dran. Aber du kannst schon mal die Zauber durchschauen. Ich spiel jetzt erstmal meinen Goblin hier. Ich bin so gut tot. Hui. Na, Alter, du bist auch schon ein bisschen wahnsinnig gerade, ne? Bei toten Köpfe. Oh, das tut weh. Ah. Alter Schwede. Ach, da rein. Was verteidigst du leicht? Ja, ich habe noch 5 Lebenspunkte. Ajo. Das ist mein mehr als der Magier überhaupt hat. So. Mumie hier. Erster Zombie greift an. Der Herrscher greift jetzt erst an. Mumie geht nach hinten? Natürlich, wenn das der Anführer ist, geht der immer nach hinten. Wild mit den Armen und sagt so etwas wie. Hey, das versteht der Zeit bestimmt. Und der Zombie wurf daraufhin etwas nach vorne. Und ist so dumm. Ist so dumm, vor der Tür stehen zu bleiben. Und kippt um und. Komm, beim dritten Mal umkippen ist er tot. Wir können abhauen. Foulplayer. Langsam wird's lächerlich. Der andere Zombie. So, also der hier steht vor der Tür, sagen wir es mal so. Ja. Mhm. Andere Zombie positioniert sich hier vor unserer großen Mumie. Der Zombie greift natürlich an. Bei. Upp. Ein Totenkopf. Das blockst du. Ein Totenkopf blockst du. Okay. Oi. Ein Totenkopf blockst du? Ja! Gut. Hui. Durch. Gut. Ich möchte den Raum nach Geheimtüren durchsuchen. Ja, also du schiebst die Truhe hin und her, vor und zurück, guckst unter die Truhe, neben die Truhe, tastest die Wände ab, aber... Mhm. Ja! Ja! Du musst flammende Wut würfeln, damit kannst du die Mumie instant ausschalten. Also, du willst mir sagen, ich finde nichts. Okay, mach ich gleich, okay? Zumindest... Also, du musst die Zombies killen. Geheimtönmäßiges. Zombies sind gar nichts, Digga, aber die Mumie... Vielleicht verschwinden die auch, wenn die Mumie tot ist. Glaube ich eher nicht, weil das wäre dann zu komplex für dieses Spiel, aber man darf Träume haben. Ja. Träume und Hoffnungen. Aber du weißt, dass ich gerade meine Zauber verballer, ne? Also musst bedenken, dass das nach dem Dungeon hast du die ja wieder. Ja, ich meinte nur wegen dem Endkampf. Hallo, das ist eine Mumie! Vielleicht ist das der Endkampf. Nein. Die Intelligenz von 6 sagt einfach nein. Wohingegen die Intelligenz von 2 einfach Käse sagt. Käse! Da steht ein Endboss vor uns, er ist ziemlich riesig. Käse! Brot, Käse, Mettwurst. Oder du machst Morpheus Armee. Arme, nicht Armee, das ist ein E. Arme. Morpheus Arme. Morpheus Army, die war Armee der Schlafwandler. Nein, das ist Kacke. Das können wir vielleicht auf den Endboss einsetzen. Okay, Oder? Ja. Ich weiß nicht, Carsten. Ich war fertig, ja. Ach so. War nicht sonderlich schnell mit meinen 6 Schritten.
Es wird gerade geschrieben, ja genau, weil du für den Endboss bestimmt 10 Zauber brauchst. Wir haben den Endboss noch nie gesehen. Wir wissen, vielleicht ist es ja auch er hier plus dem Schreibtisch. Der lebende Schreibtisch. So, ich werde jetzt meinen Zauber flammende Wut entfachen, ja? Mhm. Auf den fucking fucking Mumie, die Peitschen hat. Dann erklär mir mal, wie du das machen willst. So. Geht ja. Dieser Zauber kann auf einen beliebigen Heroen oder einen beliebigen Monster angewendet werden. Ja, aber Sichtlinie, Kollege. Nee, steht ja nicht. Der Zauber reicht deinen Gegner an jeder beliebigen Stelle des Brettes und nimmt ihm ein. Das Punkt ist dann Körperkraft, dieses Zauber. Falls er nicht mit einem Kampfwürfel ein Schild würfelt. Okay. Kannst du das tun? Ja, kann ich auch machen und du musst für ihn, glaube ich, würfeln. Sonst verkackt das Ding und. Wo ist denn deine Karte? Hier auf dem Rand ist das. Die habe ich schon genutzt. Achso, mit einem Kampfwürfel. Ich habe den. Achso, du willst den angefasst nicht benutzen. Ui. Boah, damit ist die Mumie raus. Oh. Wenn sie auch nur einen Lebenspunkt hat. Hat sie. Okay. Alle haben nur einen Lebenspunkt, glaube ich. Okay. Der Boss wahrscheinlich nicht. Das wär zu billig, wenn der Boss nur einen hat. Irgendwas Cooles, Sim, irgendwie. Facht in einem Inferno. Lichter. Seine Bandagen brennen einfach. Sie brennt sehr gut. Ja. Also, sie brennt so ein bisschen, ne? Es stinkt. Aber auch nicht schlimmer als die Zombies, die da noch stehen. Oder der Zwerg. Oder der Zwerg. Also man weiß in dem Moment nicht, was schlimmer stinkt. Oha. Der Zwerg liefert sich gerade quasi einen Geruchsbattle mit der brennenden Mumie und den Zombies. Deswegen ist auch jeder Raum einfach Ausgang, grün. Ja, der Ausgang ist noch ungewiss. Nachher noch den Axel-Test. Aber also die Mumie verbrennt halt, wie gesagt. Hatte mich so gefreut, euch damit auseinanderzusetzen. Ja, ist nicht. Magie war besser. Das war eine gute Aktion. Weißt du, und alle denken, ich bin nur unbrauchbar. Onnuts. Ab jetzt bist du unbrauchbar, du hast alles verpulvert. Das ist noch Heilzauber. Ich habe noch Heilzauber, Digga. Ich habe noch Verteidigungszauber. Aber alles, Digga, alles. Der Barbar darf sich gegen den Pickel erwehren. Ja, das fällt mir. Nee, warte, ich darf doch noch laufen, oder? Ja, darfst du auch noch. Achso. 1, 2, 3, 4, 5. So, damit kannst du jetzt Barbar. Warum nimmst du mir denn einen Wirbel weg? Ich rieche Gold. Das riecht nach Rache. Das schreit nach Rache. Denk an, die Truhe ist durchsucht. Die Rache heißt Einschaden. Ich glaube, er meinte Gold in dem roten Raum, wo so viele Gegner drin sind. Alter, Finne! Er blockt einfach! Was ist das denn? Kack-Goblin! Er blockt einfach! Er huscht dein Bein durch! Er ist einfach viel zu klein und du viel zu groß. Also bewege ich mich. Spätestens jetzt dämmert's auch unserem Aushilfskonen. Das muss ein Elite-Goblin sein. Ja, genau. Ich gehe mal hier hin und gucke erstmal, was hier in dem Gang ist. Warte, ich muss kurz. Nö, da ist ein Gang. Da ist ein Gang. Da ist Boah, ein Gang. Krass, Alter. Da muss es hier fällt, ja. Es ein fällt dem Barbaren wie Schuppen von den Augen. Ja, dann gehe ich einfach erstmal hier hin. So, und gucke. Einen von den beiden Gängen ist halt der Geheimzugang. So. Müsste ja. Sehe ich jetzt irgendwas? Also hier ist auch noch eine Tür, während ihr durch die Gänge streift, wie so eine Pussy, so clean wie einfach die Räume gerade. Ja. Genau, weil wir auch irgendwo über Gänge gegangen sind. So, okay. Dann warte ich hier einfach. Okay. Dann kann nämlich der Goblin hinlaufen zu mir und du kannst ihm in den Rücken fallen. Ja. Oder er kommt zu mir, aber ist egal. Ich ja sowieso dran, zu dir hin. Ja, die Distanz ist gleich groß, das stimmt. Ja. Also, dann greife ich meinen Zombie vor mir an.
Oh. Ja, Mann, ja, ne? Zwei so Totenköpfe. Aber so ein Zombie. Ne? Dann muss stinkendem. Okay, du würfelst einfach mit drei Würfeln, sagst du? Den macht halt so eine. Erstmal nicht so viel, deswegen hat er drei Würfel. Aber zwei kommen durch. Reicht das für beide? Aber zwei kommen durch und bedeutet, eins ist. Jetzt räumt ihr da unten aber auf. Ja. Jo. Sammy, willst du noch Wort ohne Musik? Wir müssen erstmal Musik anmachen, ja. Wow, Pasch. Kannst du nochmal würfeln? Ich gehe mal einen Schritt weiter rein. Blockiere aber weiterhin halt die Tür, ne? Mhm. Und dann darf der Game Master weiter. Ja, also. Problem hier, ne? Könnte ich halt vom Rot nehmen. Ja? Wenn man erstmal auf die Karten guckt. Mit einem. Ah gut, hier passiert ja nichts. Jetzt reicht's. Genug. Oh. Noch mehr kassierst du nicht, sagst du? Ne. Jetzt hab ich die Schnauze voll. Irgendwann ist auch genug, sagst du. Der Zombie greift den Zwergen an da oben, ne? Ah, du musst doch kann er noch rotten. Gott, er kann noch angreifen. Was, wie viel hat er? Er hat zwei Angriff, drei Verteidigung. Ah, ich hab ein schwarzes Schild. Leider nur für die Monster. Also du hast nicht abgewehrt. Monster. Also einen kriegst du. Ach ja. Oh, das habe ich falsch gemacht, egal. Ja. Damit bin ich durch. Ich bin der Magier. Magier Magnatus. Ich heile zu dem Kampfgeklirre, das ich in den Gängen höre. Mit mutigen 5 Schritten. Ja, mach du da hinten mal ein bisschen. Käse. Lass mir was übrig. Ich komme langsam. Ach, verdammt. Ach, die Tür rammelt mich auf. Nur so ein Tipp, da du ja eh nichts Besseres zu tun hast, durchsuche den Raum doch mal nach irgendwas. Meinst du mich? Nee, den Alp. Aus Regel 2, ich habe das nicht gehört. Ja. Den Raum haben wir schon durchsucht. Echt aber mal. Nicht nach versteckten Türen, ne? Nee, das nicht, aber nach Schätzen. Wurde gerade in World of Nerds angeschrieben. Ich soll Hallo Nina sagen. Okay. Hallo Nina. Du grüßt alle Nina. Sie guckt gerade zu. Bei Sim. Aha. Hi Nina. Hallo wow. Nina. Hi Nina. Wow, hallo. So viel. So kriegt ihr niemals Zuschauer. Verwandelt euch alle, damit ihr alle mit voller Elan Hallo Nina sagt. Hey Nina! Schön, dass du da bist. Carsten hat ja Sympathiepunkte gewonnen. Ich kenne sie halt nicht, also. Ja, aber trotzdem kannst du ja voller Elan denken. Hey, unbekannterweise. Wow, Party! Voll geil, ich wünschte, ich wäre schneller. ich wünschte, ich hätte Boots of Speed. Ja. Oder Boots of Travel. Ja, genau. Traveler Boots. Weiß ja nicht, vielleicht hat der Alp ja auch ein Holzbein, ne? Weiß es eigentlich nicht. Ich glaube, die 125 Goldstücke sind einfach so schwer. Ja. Ach so. Ja, für meinen zärtlichen Elbenkörper. Nee, seine Hoden sind einfach so schwer, eigentlich ist er Mann. Nee. Nein? Nein? Wer ist denn? Bin ich? Ihr sagt ja, immer der fragt. Ja. Okay, dann frag ich jetzt immer. Neue Ausrede. Ausrede, ich frage immer und bin dann immer dran. 7. Okay. Wobei ich tatsächlich. Ja, mach du mal. Ich hab eine 7 gewürfelt. Scheiße, ich hab mich durch den Einfall-Tour hab ich jetzt vergessen, wie oft ich schon getroffen worden bin. Scheiße. Ja, das musst du dir mal aufschreiben, sonst kommst du rein. Ja, ich dachte mir, mach ich den Rechner auf, mach immer minus 1, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das nicht einmal vergessen hab. Warte mal, wo stehst du jetzt? Vor der Tür oder zwischen? Ich blockiere die Tür, aber ich kann nicht vorbeilassen. Ja. Wäre nett. Ja, dürfte ich 5.
6. Oh, da wollte ich gerade hin. 6. So. Und du kippst einfach um. Das war zu viel für dich. Das ist zu viel für dich.